Ja, hallo. Ich komme. Es fehlt am Kartoffelsalat noch eine halbe Flasche Tabasco. Hab noch nicht mal die Kartoffeln im Topf, ohne Wirf ist wieder ein Fiasko. Mein alter Föhn ist immer noch kaputt, er frisst nur einfach meine Haare. Und ich muss noch überlegen, verdammt, mit wem ich mich heute Abend paare. Bis zum Morgenrot, Schluss ist erst, wenn einer die Polente holt. Bis zum Hausverbot, immer wieder wird mir das ja angedroht. Bist du frustriert oder ein? Du musst du mitkommen, 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 Ja, hallo, liebe Freunde vom Roadtrip-Interview. Ganz, ganz liebe Grüße aus Gladbeck. Und zwar wird jetzt gleich der Alex Schwers einsteigen. Er ist nicht nur Musiker, sondern auch Veranstalter vom Ruhrpott-Rodeo. Und aktuell ist er Schlagzeuger bei Slime. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Es wird punkig. Einen wunderschönen guten Tag, Alex. Hallo. Ich freue mich. Na? Freue mich, ja, freu dass es geklappt hat. Willst du noch zu McDonald's oder was? Wohin? McDonald's. Nee, McDonald's auf keinen Fall. Ich könnte noch ein Frühstück gebrauchen. Wir könnten irgendwo beim Bäcker einen Kaffee holen. Schick sieht's so aus. Hier hast du geschlafen, ne? Ja. Schön. Auf dem Aldi. Geht's dir gut? Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin lange geschlafen und hatte dann noch ein paar Dinge zu checken. Ja. Als Musiker schläft man automatisch also immer lang, ne? Hab ich so mitgekriegt. Nee, das ist verschieden. Manche, manche betreiben das so, aber ich kenne auch Musiker, die sehr fleißig sind. Ja, ja, aber das hat ja nichts mit fleißig zu tun. Also manche sind halt auch nachtaktiv. Ich bin totaler Nachtmensch. Ja? Mhm. Wie lange gehen so deine Nächte dann? Boah, 3 Uhr? Oft. Das ist immer so phasenweise. Und dann sitzt du am Rechner und schreibst Lieder oder was machst du da? Nee. Alles Mögliche. Also ich mache ja auch Veranstaltungen und so. Gibt immer was zu tun oder ich verfranz mich einfach. Gladbeck war ich tatsächlich noch nie gewesen. Ach, das wundert mich aber. Aber ich bin ein absoluter Kriminalfan und deswegen kenne ich Gladbeck. Sollen wir da hinfahren? Wollen wir da hinfahren? Ja klar. Zur Bank oder was? Ja, sicher. Die Bank gibt es ja nicht mehr, aber es gibt den Innenhof noch. Mhm. Also das. Jetzt das rechts? Jetzt rechts, genau. Das ist interessant. Ja. Und der Schriftzug, den sieht man bloß noch so ein bisschen, ne? Das haben sie ja auch abgemacht. Welcher Schriftzug? Von, war das Deutsche Bank? Ja, die ist ja schon lange nicht mehr da. Aber oben dieses, man sieht das noch ein bisschen so. Da steht alles leer mittlerweile. Mhm. Die haben vor ein paar Jahren noch mal einen Film da gedreht. So ein Doku. Da haben sie, glaube ich, noch ein bisschen hergerichtet, aber seitdem ist das Betonwüste. Den habe ich gesucht, den Film, aber nirgendwo gefunden. Ich habe den auch noch nie gesehen. Aber die Doku habe ich bestimmt schon 10-mal oder so geguckt. Ne? Schon echt krass. Ja, es ist halt das Einzige, was Leute mit Gladbeck assoziieren. Von weiter weg, Leute. Und wenn du hier wohnst, dann kannst du es irgendwann auch nicht mehr hören. Hm. Und bei mir ist es so, ich war da ja noch ziemlich jung. Du musst mir bloß sagen, wo ich dann abbiegen muss. Ja, die erste rechts. Ich war da ja noch ziemlich jung. Und genau da war ich im Urlaub. Als Gladbeck, als mal was los war, war ich im Urlaub. Und da habe ich dann im Urlaub in der Zeitung, in Italien war ich, mhm. Da habe ich dann in der Zeitung über Gladbeck gelesen. Oder ist er das? Nee, ich weiß, wo der ist gerade. Ich weiß aber nicht, ob der noch auf hat. Sonst müssten wir an der Tankstelle einen Kaffee holen. Und mit Slime? Willst du einen Kaffee haben? Ich würde gerne einen trinken, ja. Dann lass den mal an der Tanke halten. Da kriegen wir auf jeden Fall einen Kaffee. Sprich da eben raus. Mit Slime ist absolut, ist jetzt erstmal Pause, ne? Also ihr pausiert jetzt. Ja, wir und pausieren. Und zwar, wo das dann
ich habe mich ein bisschen informiert. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ihr hattet eine Release-Show gehabt in Berlin, ne? Ja. Und das war genau dann diese Lockdown-Geschichte. Die war am, ich glaube, 14. März oder so, wo auch die letzte Platte veröffentlicht wurde. Guck mal, der Bäcker hat zu. Aral? Genau, das ist doch gut. Und die, da war ich schon hinter Hannover, das war in Berlin, das Konzert, da war ich schon hinter Hannover und hab Anruf gekriegt, dass ich wieder nach Hause fahren kann. Und seitdem haben wir natürlich auch nicht mehr gespielt. Ich springe eben da rein, ne? Ja. Mit Milch, Zucker? Mit Milch und Zucker. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Wir waren ja gerade beim Thema, ne? Du siehst aus wie ein Bankräuber. Ja, den Kaffee habe ich auch nicht bezahlt. Ach, den gibt's umsonst? Den habe ich mit vorgehalten. Na klar, hier wolltest du Zucker? Ich vergesse nicht. Danke. Milch. Ah, so. Ah. Wo kommst du jetzt her? Aus Bad Elster. Habt ihr da schon mal gespielt? Bad Elster? Kurstadt mit 4000 Einwohnern. Nur Rentner? Ich denke mal, das wäre nichts für euch. Dagegen ist das ja hier. Großstadt. Wo ist denn das? Was ist denn in der Gegend? Plauen. Achso, alte Kaffeeröstereien, Plauen. Da ja. Habe ich früher mal gespielt. Kennst echt? Du die? Kennst du? Nee, das sagt mir nichts. Ich habe in Plauen nicht so lange gewohnt. Also ich jetzt wohne in Bad Elster ein bisschen weiter und vorher habe ich 10 Jahre so in Dresden. Dickelarm? 10 Jahre in Dresden gewohnt. Das sagt euch auch wiederum was? Ne? Dresden sagt mir sehr viel, ja. Das ist sehr schön. Ach, guck mal, hast du hier so einen Halter? Nee. Hier, an der Seite. Aber ich kann nicht mehr so. Guck mal, ich habe auch noch einen Donut. Jetzt ein Donut? So wie die Band. Die Donuts. Mit U. Die Donuts, die Band ist mit U. Ganz lieben Dank, Mensch. Hier wird man ja richtig so, Frühstück, ja? Endlich. Leben. Ja, die Donuts habe ich nämlich mal gelesen. Die heißen Donuts wegen Do Not, Do Nothing. Ach so. Und nicht wegen dem Donut. Ja. Ich hätte das jetzt gedacht. Das denken viele, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, ne? Oh, mhm. Guten Appetit. Dankeschön. Mmh. Geil. Wir waren stehen geblieben beim Lockdown. Wir können ruhig mit vollem Mund sprechen. Ja, ja klar. Lockdown. Ja, ich war auf dem Weg nach Berlin zum Release-Konzert. Und dann konnte ich hinter Hannover wieder umdrehen. Da war der Lockdown. Und die Bassistin hat schon viele Getränke eingepackt, ne? Die hatte Geburtstag an dem Tag. Wir hatten richtig schöne 55, ja? Party geplant, ja. Hm? Wir hatten richtig fett Party geplant. Das war natürlich doppelt doof. Hm. Ja. Hm. Und seitdem habt ihr dann pausiert oder so? Oder? Naja, in der Zwischenzeit ist ja unser Sänger ausgestiegen. Und jetzt sortieren wir uns. Ach so. Ja. Weil ich habe jetzt vom, da kommen wir gleich aufs nächste. Ruhrpott, Rodeo. War ja eigentlich mal als Stocker-Geschichte geplant, oder? Wo hast du das gelesen? Hm? Wo hast du das gelesen? Du wolltest eigentlich so eine Geschichte nach Deutschland holen, ne? Ja. Wundert mich, dass so du das... So Crashcar. Ja, also ich war damals total fasziniert von diesen Stockcar-Rennen in Holland. Mhm. Und hatte gedacht, sowas mal in Deutschland zu machen. Also ich habe vorher schon Punk-Festivals gemacht, aber kein Open-Air. Und... Ich fand das Stockcar-Rennen geil und dafür hatte ich den Namen Ruhrpott-Rodeo schon 4-5 Jahre vorher. Da habe ich gedacht, boah, das müsste Ruhrpott-Rodeo heißen, sonst ein Stockcar-Rennen. Und dann kam das irgendwann mit dem Punk Open Air und dann habe ich gedacht, der Name ist auch passt auch dafür. Aber Punk im Pott oder so, das gab es schon eher, ne? Das gibt es länger, ja. Da bist du auch Schirmherr, oder? Ja, das gibt's. Ein paar Jahre länger. Aber das ist so richtig Hardcore-Punk dann. Das Punk im Pott. Ja, nee, das ist immer mehr Deutsch-Punk halt. Das ändert sich gerade auch so ein bisschen. Also das war eigentlich traditionell ein Deutsch-Punk-Festival. Das war immer 2 Tage und jetzt seit letztem Jahr ist das nur noch 1 Tag. Und ein bisschen internationaler. Ruhrpott Rodeo ist ja von Anfang an so internationaler. Mit wie vielen Leuten habt ihr da angefangen? Gästen? Beim Rodeo? Hm? Boah. 1500? 1200? Ich weiß nicht mehr genau. Und mittlerweile das 8, erste Mal 8000? War ein totaler Flop. Das erste Jahr hat, das waren 2 Tage.
Und da hat es wirklich 2 Tage durchgeregnet. Das war total der Flop. Also eigentlich wollte ich da schon gar nicht mehr weitermachen. Also da ist man aber dann erstmal im Minus, oder? Da war ich richtig im Minus, ja. Also man musste notgedrungen noch ein zweites Festival machen, oder? Naja, also das heißt ja nicht, dass das zweite Festival dann besser läuft. Alles auf eine Karte. Ja? Sagen wir so, also ein paar Leute haben gesagt so, lass es lieber sein. Hm. Ja, ich glaube, das ist schon so lange her, ich glaube, das zweite Festival war auch noch nicht gut. Also da waren mehr Leute, aber das war trotzdem noch so ein finanzieller Flop. Ja, sowas muss ich ja dann erstmal auch rumsprechen, ne? Ja. Und zum Schluss kamen ja wirklich deutschlandweit die Leute, ne? Ja, das ist immer gewachsen so, aber auch nicht kontinuierlich. Also da gab dann immer auch mal Jahre, wo dann wieder weniger Leute gekommen sind. Mhm. Zum Beispiel 2015 war dieses Jahr, als du keine Bands bekommen hast. Kannst du dich erinnern, als Rock am Ring weggegangen ist vom Nürburgring und dann ein neues Festival am Nürburgring angefangen hat? Kannst du dich daran erinnern? Das war 2015. Und dann haben die sich so eine Bandschlacht geliefert. Das waren die beiden ganz großen Konzertveranstalter in Deutschland. Die haben sich dann gegenseitig da so einen Kampf geliefert und haben dann die Gagen für Bands total hochgetrieben. Und da hast du halt keine Headliner gekriegt. Habe ich fürs Rodeo halt nichts Vernünftiges gekriegt. Und da hatte ich dann ein paar tausend Leute weniger als in den Jahren davor. Aber, boah, lecker so ein Donut. Oh, Lindenberg-DVD. Geil. Du bist ja, sag ich mal, man kann ja ab und zu mal umschwenken, aber du bist ja, sag ich mal, kein Urpunker. Du bist ja Lindenberg-Fan. Und ich bin totaler Lindenberg-Fan. Und AC/DC-Fan. Ja, auch. Aber, wie wird man dann, wir können ja dann nochmal aufs Rodeo zurück, aber wie wird man denn Punk, sag ich mal, oder wie kommt man nee, denn also das stimmt nicht ganz. Ich war Dead Kennedys-Fan und Black Flag-Fan, bevor ich Lindenberg-Fan war. Okay. Ja, ist wirklich so. Aber da, wo wir gleich hinfahren, wo das Geiseldrama war, daneben ist die Gesamtschule in Gladbeck. Da habe ich mein allererstes Konzert gesehen, 1985. Und das war Marius Müller-Westernhagen, der damals noch cool war. Da würde ich heute nicht mehr zum Konzert gehen. Aber der war damals cool. Und das war, glaube ich, mein... 85, da war ich 12. Ja, den fand ich halt richtig geil. Da war ich auf dem Konzert und das nächste war dann Motorhead. Nächste Konzert. Also eine absolute Steigerung dann noch, ne? Ja. Würde ich so sehen. Naja, und Punkrock, es ist nur bei mir ist es ein bisschen anders als bei vielen anderen Punks. So. Ich bin nicht durch Punk zur Musik machen gekommen. So, ne? Hier rüber, oder? Nee, fahr mal links raus. Ich habe schon in Bands gespielt, bevor ich so richtig auf Punkrock gekommen bin. Ah ja. Und dann fand ich Punk aber total geil. Jetzt rechts, ne? Hier hoch. Ja, ich fand aber auch die Neue Deutsche Welle geil. Da war ich ja ganz jung. Da gab es schon einige Klassiker, ne? Ich habe bis vor kurzem, sage ich mal, gar nicht gewusst, dass das Fliegerlied von Extra Breit ist. Ah. Aber okay. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, wenn du jünger bist, sage ich mal, dass du nicht unbedingt, sage ich mal, dich damit beschäftigst, wer das singt. Also ich kannte die Lieder, ne? Aber das fand ich auch nie so geil. Aber Extra, guck mal hier, auf der Schule war ich, hier das Heisenberg-Gymnasium, da war ich kurz und dann habe ich die Karriereleiter runtergenommen durch alle Schulen in Gladbeck. Ja. Ja, geradeaus hier. Und da war, ja, ich glaube, das muss dann 1983 gewesen sein oder so. Da kam gerade Hurra, Hurra, die Schule brennt raus von Extra Breit. Und das ist jetzt kein Scheiß, genau in dem Jahr ist ein Teil der Schule abgebrannt. Da hatte ich verlängerte Sommerferien. Echt? Hm? Und dann kann ich mich erinnern, am ersten Schultag nach Ferien, standen dann da irgendwie Dutzende Kids auf dem Schulhof und haben Extra Breit gesungen. Hurra, hurra, die Schule brennt. Und eine kleine Geschichte am Rande, hier geradeaus. Da ist zum ersten Mal, zumindest habe ich das so wahrgenommen, das Wort geil richtig
populär geworden. Populär geworden, ja. Das war halt, alle haben irgendwie geil gesungen. Ich weiß noch, meine Mutter fand das nicht geil. Mhm. Es gab noch so einen anderen Song von Grusso Bongo. Der war aber, glaube ich, später. Kennst du den? Nee, das sagt mir nichts. Der hieß auch geil. Naja, auf jeden Fall, soweit ich mich erinnere, war extra breit. Da kam zum, also da ist das Wort geil populär geworden und dann war es einfach neuer Sprachgebrauch. Seitdem ist alles geil. Die Corona-Zeit, sage ich mal, ist für alle bedrückend, ne? Ja, gerade auch diese bei dir jetzt die Festivalgeschichte und sowas, da ist ja vieles weggebrochen, ne? Hat das einen großen Schaden gemacht, sag ich mal? Also ja, voll. Man geht ja in Vorkasse mit einigen Geschichten. Ja, ja. Werbung. Da ist richtig, ja, mehr, da ist ein richtig fetter Schaden. Das Geile ist aber, dass wir auch total viel Unterstützung hatten. Wir haben zum Beispiel so Supporters-Shirts verkauft. Ist das mal da vorne rechts, genau, da sind wir richtig. So Supporters-Shirts gemacht, da haben wir 2000 Stück von verkauft. Das war richtig geil. 2000 schon? 2000, und du warst bei, ich glaube, du warst bei 500 schon so begeistert. Gab es bei so einem Beitrag. Ja, die waren glaube ich, nach einer Stunde weg. 500. Ja. Und die... Das war dann wirklich finanziell eine Hilfe, muss ich jetzt sagen. So, war gut. Aber trotzdem ist das am Ende ein Riesenscheiß finanziell. So. Also fürs Festival ist das kacke. Hier rechts. Was wären, wenn sowas ein zweites Mal passiert? Ah, nächstes Jahr? Ja. Oh. Dann... Das wäre da super gar dann, oder? Ich meine, wir sind jetzt gerade natürlich total vorsichtig. Mhm. Keine Werbung, also geben kaum Geld aus. Ne? Es bestellen ja auch nach wie vor Leute Karten, was ich ziemlich geil finde, dass sie das machen. Ja, aber noch so ein Ausfall ist hart. Also dann wird es echt scheiße. Das ist Kamera hast du nicht, ne? Doch, ich kann die drehen. Ehrlich? War das hier dran oder dort? Nee, hier, warte, fahr mal da. Durch. Ach so, das ist der Eingang. Hier, also genau. Hier ist das, das hat man alles immer in den Dokumentationen über das Gladbecker Geiseldrama. Da ist das der Eingang zu dem Innenhof. Das ist total, ja, siehst du ja hier, ist alles total vergammelt mittlerweile. Fährt hier einer raus? Nee. Will der jetzt raus? Ach Mensch, wollte gerade filmen. Ich glaube, in der Bank war danach noch ein Nagelstudio und jetzt steht die seit 20 Jahren leer oder so. Ich drehe mal um. Ah ja. Ach, guck mal. Wollen... Torhaus. Irgendwann, das wollen sie abreißen bald. Ich wollte eigentlich auch vorher noch mal rein. Bist du so ein Lost Places-Fan? Oh, ich stehe da. Also, ist jetzt nicht mein Hobby oder so, aber ich finde es schon irgendwie geil. Da oben sollen auch noch so Wohnungen sein, die einfach so verlassen sind, also wo noch alles drin ist und so. Das ist schon irgendwie interessant. So. Durch die sieht man das hier. Guckt, Leute, da muss ich nichts abbauen, großartig. Ah ja, guck mal hier. Viel sieht man nicht. Einen roten Polen. War das schon immer so ein Durchgang hier oder war ja, das zu? Ja, das war schon immer so. Und wo war die Bank jetzt genau drin? Da rein und dann rechts. Hier ist die Wurst und Käse-Shop. Der war da auch früher schon. Den sieht man. Das ist total aufregend. Und gegenüber hat die Freundin gewohnt, ne? Irgendwie von dem. Weiß ich nicht. Weiß irgendwie. Nicht. Die Pizzeria war schon immer schlecht hier auf jeden Fall. So. Gut, haben wir das abgeschlossen? Haben wir das abgeschlossen. Was, sollen wir noch was zeigen? Was gibt's noch in Gladbeck? Nicht viel. Warte mal, ich überlege gerade mal. Ach, oder wir können einfach mal. Wir waren so eine Runde hier. Na klar. Vielleicht fällt mir noch was ein. Wir waren stehen geblieben bei deinem Livestream, den du gemacht hast. Ja, genau. Kann man da eigentlich live dann schon sehen, wie viele Leute das da verfolgen? Oder? Nee, fahr mal geradeaus. Ja, und wir hatten ja so ein bisschen technische Probleme. Also wir haben eigentlich über drei Plattformen gestreamt und dann sind dann aber nach und nach zwei davon abgeraucht. Aber da haben wir, glaube ich, haben relativ viele Zugriffe. So. Ja. Und YouTube hat ein Video zugemacht wegen Urheber. Ich hab, achso, ja, das war aber extra. Also ich hatte, fahr mal hier rechts, ich hatte mal so ein Video gemacht. Und zwar Michael Jackson beatet mit dem Text von einem Lokalmatadore-Song. Ja.
so ein Mashup. Und da darfst du natürlich nicht bei YouTube zeigen, wegen Copyrights und so. Und das hatte ich dann extra ganz am Ende des Streams gezeigt, weil ich gedacht habe, geil wäre, wenn YouTube uns rausschmeißt. Wenn du sowas zeigst, dann beenden die das ja, ne? Ja, ja. Mhm. Das wäre ein schönes Ende für den Stream. Und das war dann auch so. Klar. Aber die haben das dann halt dauerhaft gelöscht. Ja, das ist natürlich blöd. Ja. Aber der Stream, der ist jetzt nochmal zusammengeschnitten worden. Habt ihr das mit aufgenommen, parallel oder so? Ja, ja, klar. Dann hat der da richtig tolle Kameratechnik gehabt und so, habe ich gesehen. Da waren, ich glaube, 4, 5 Kameras oder so. Und den haben die, das gemacht haben, ne, die es gefilmt haben, die haben den nochmal richtig cool zusammengeschnitten. Den werde ich bald nochmal hochladen. Der wird auch, ein Teil davon wird auch noch im Fernsehen laufen. Auf welchen Sender? Ach, das ist ja gerade dran irgendwie. Das zieht sich gerade so ein bisschen. So, ich muss den mal vorbei. Ich muss aber den mal vorbei lassen. Hier habe ich mal gewohnt. Willst du noch? Nee, ich will keinen mehr, danke. Bringt noch ein bisschen Kaffee, genau. Wir waren bei dem Livestream gewesen. Auf jeden Fall war der Livestream ja nur so eine Kurzschlussidee. Weil wir irgendwie gedacht haben, boah, ey, jetzt ist kein Festival und so. Bah. An dem Wochenende hängen wir ja total durch. Es wird voll ätzend. Und dann hatte ich mit unserer Crew und so gesprochen und alle hatten irgendwie Bock darauf. Und dann haben wir den Livestream gemacht. Dann habe ich irgendwie mal einfach Handy durchgerappelt und ein paar Leute von Bands, die ich gut kenne, angerufen und gefragt. Und die meisten hatten dann Bock. Und so kam das dann und am Ende war es irgendwie geil, hat total Spaß gemacht. Und war dann irgendwie, für die Crew war es gut, die hatten da ein bisschen was zu tun, so, haben irgendwie auch ein paar Mark verdient. Und alle haben sich mal wieder getroffen, war schön, war nett. Hast du auch Eisenpimmel eingeladen eigentlich? War mal recht, nee, Eisenpimmel habe ich gar nicht gefragt, da waren so viele, können ja nicht alle fragen. Aber da hast du mal gespielt, ne? Ja, schon ein paar Jahre her. Und da habe ich mir mal die Leder so angetan und habe Parallelen festgestellt zu die drei Besowskis. Ja, obwohl ich finde, dass die drei Besowskis mehr so wie Kassierer sind. Ja. Ja. Echt so krass? Na gut. Ja schon, aber also der Wortwitz, also so die Art erinnert mich mehr an die Kassierer. Woher kennst du denn die drei Besowskis? Das war bei uns total, ich glaube, nach der Wende schon sehr populär. Ernsthaft? Wo kam die denn her? Das sind doch bestimmt Bayern. Ich weiß gar nicht, ob das zu DDR-Zeiten, muss ich die Leute fragen, die können das ja gerne kommentieren, ich war da noch zu jung. Mhm. Aber ich meine, wir haben uns in Polen die Kassetten geholt, weil sie bei uns verboten waren. Und dann lief das, wenn wir zur Ostsee gefahren sind, mit meinen Eltern lief, hatte meine Mutti vorne einen Kassettenrekorder auf dem Knien. Und dann liefen die Besowskis. Geil. Und ab und zu mal die Wilde kein Herzbuch. Ja, ist doch das Gleiche. Ja. Guck mal hier, Punks. Nee, doch nicht. Sah so aus. Mhm. So, wo jetzt lang? Rechts. Hier links eine Brücke, die sie abgerissen haben. Da kommen wir nicht durch. Nee, oder warte mal. Nee. Ich kann drehen. Alter, egal. Oder drehen. Kannst du hier drehen? Mhm. Genau. Ja, die drei Besowskis. Ziemlich lustig. Die sind sehr populär, sag ich mal, in der Musikszene, oder? Ich war mal Wohlheide gewesen zum Ärztekonzert, doch, da haben sie auch Gruppensex im Altersheim gespielt. Gibt's mal auch. Ja, guck mal, da gibt's von den Kassierern doch auch. Rudelfick im Altersheim heißt das da. Da habe ich noch eine lustige Story. Meine Tochter hat die Angewohnheit, lange zu baden. Und die hat immer so eine Bluetooth-Box und dann hört die Musik. Und aus irgendwelchen Gründen hat mein Handy so mehr Macht, wenn ich mich einwähle. Ich weiß nicht warum. Ich komme immer rein, auch wenn die schon eingewählt ist in Bluetooth. Ne? Wenn ich da rein will ins Bad, die alles blockiert, habe ich hier eine Zeit lang drei Besowskis total laut angemacht und sie saß dann in der Wanne und musste sich dann ein schöner weißer Arsch an. Das war totales Gekreische drin. Ist richtig alt. Guck mal, hier habe ich mal Praktikum gemacht in der Phenolchemie. Was hast du eigentlich mal gelernt? Schreiner. Ach so? Ich habe mal eine Schreinerlehre gemacht, ja. Da oben im Labor. Naja. Siehst du, da kommst du mal raus. Und das ist noch hier fahre ich sonst nie vorbei.
Schreinerlehre und richtig, ja. Richtig abgeschlossen. Alter, die habe ich auch zu Ende gemacht, ja. Das war das erste, was ich in meinem Leben zu Ende gemacht habe. Und da auch mal so ein bisschen rumgefummelt, so Musikinstrumente gebaut oder sowas? Nö. Naja, das habe ich nie gemacht. Hast du auch was gelernt? Ich bin Schlosser eigentlich. Eigentlich? Also. Eigentlich, und dann habe ich nochmal umgesattelt. Komm mal hier rechts. Und bin jetzt im Schuldienst tätig, weil mir hat das nichts gebracht, irgendwo an der Maschine zu stehen. Und jeden Tag wie eine Sau nach Hause zu kommen. Du warst ja manchmal schwarz. Hier vorne hat mein Trompetenlehrer gewohnt. Als Kind habe ich Trompete gespielt im Orchester. Ehrlich? Ja, der Herr Steinbach. Aber der war damals schon uralt. Und der hatte... Der war kriegsgeschädigt. Der hat... der war behindert, ne? Weil der Granatensplitter im Hirn hatte. Mhm. So hat er so ein paar Fehlfunktionen gehabt. Und war bei dem... Der war damals, glaube ich, schon 80 oder so. Und das Krasse war, immer wenn der angesetzt hat und was gespielt hat, beim ersten Ton hat er immer gleichzeitig gefurzt. Ach, wenn er gepresst hat, so kam immer irgendwie ein Furz mit raus. Und dann lacht man da jetzt? Ja, total. Ich musste mich voll zusammenreißen. Und der hatte auch ein Schlagzeug, ein kleines, so ein ganz altes Ding so. So ein altes Jazz-Schlagzeug mit echten mit echten Tierfällen. Und irgendwann habe ich den belabert, dass ich lieber Schlagzeug spielen wollte in der Stunde. Und dann durfte ich jede zweite Stunde, glaube ich erst, durfte ich dann irgendwie Schlagzeug spielen. Das war meine erste, so meine ersten Gehversuche am Schlagzeug. Wie alt warst du da? Boah, 10. 10. So ungefähr. Und dann hatte ich mit dem einen ersten Auftritt da vorne in so einer ehemaligen Kneipe. Die gibt es ja, das Gebäude ist abgerissen. Das war der erste Auftritt in meinem Leben. Vor dem Verband Deutscher Kriegsgeschädigter. Alles so alte Leute waren das. Und da habe ich Trompete gespielt, er Tuba und irgendein Kumpel von ihm hat da Schlagzeug gespielt. Und da haben wir so... Aber jetzt sagst du, wo er die Tuba reingeblasen hat? Ja, auch immer, immer. Wirklich von den Leuten? Ja, da Tasse, die Tuba, so eine Tuba ist laut, ne? Das hörst du natürlich nur, wenn du direkt daneben sitzt. So. Und dann unter Umständen rieselt dann auch irgendwie ein bisschen später. Ehrlich? Oh Gott, ja, ich stelle mir das schrecklich vor. Das war schrecklich. Aber es ist schrecklich, wirklich, wenn das anfängt zu riechen, dann wird es eklig, oder? In so einer Stunde. Jetzt war nicht schön, aber naja, lange her. Und dann muss man ja im Bauch einatmen und so, ne? Und dann kriegt man das, die erste Zeit ja nur das Mundstück mit nach Hause. Hast du B-Trompete gemacht, oder? Boah, nee, ich hatte so ein Flügelhorn zuerst. So, kennst du dich aus? Mit so, ja, so ich habe auch mal Trompete. Fahr mal hier. Ah, nee, da ist Baustelle. Wie kommen wir denn jetzt hier zurück? Die Brücke ist ja weg. Hier. Einfach mal. Boah, fahr wieder da, genau. So. Aber du spielst keinem. Also, man braucht ja dazu auch einen Einsatz, ne? Da müsste man auch wieder. Ich spiele, boah, ich habe ständig. Ich hab so ein, also, so vielleicht alle zwei Jahre habe ich das mal am Mund. Mhm. Um mal zu gucken, was noch geht. Und hast du lange gespielt? Hast du lange gespielt? Oh, wie viele Jahre weiß ich nicht, aber ich habe es nur zur zweiten Stimme geschafft, sage ich mal, also in der Bläsergruppe. Ja. Die richtig Guten, die durften dann immer aufstehen beim Solo. Ja. Und ich blieb sitzen. Und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr auf das Instrument, so ähnlich wie bei dir wahrscheinlich. Da haben mich andere Instrumente so fasziniert. Ja. Und dann habe ich auf meinem Kassettenrekorder meine Übungsstunde quasi aufgenommen zu Hause und den Kassettenrekorder so laut gemacht, dass meine Eltern dachten, ich übe. Genialer Bis sie das Trick. Irgendwann mal mitgekriegt haben und dann, also mein Vater war sehr, sehr sauer. Ja. Ich weiß noch, da hat er mich zur Musikschule gefahren. Und hast du dann irgendwas anderes angefangen? Weiß ich, Das andere war dann Autodidakt dann mit Schlagzeug und Gitarre und so. Ach, spielst du auch? Da war mal hier links. Oder? Ja, dann habe ich auch Schlagzeug und Gitarre und so, habe ich dann auch alles autodidaktisch gemacht. Aber das war eine gute Hilfe, ne, wenn man dann, sag ich mal, schon ein bisschen einen Plan hat von Notenlehre und sowas, ne? Ja. Na? Ja, schon. Dann konnte man sich das bildlich, sage ich mal, im Kopf schon so ein bisschen zusammenbasteln, wie gerade beim Klavier und sowas. Und, ne? Und ich habe dann hinterher im Orchester gespielt, im Festischen Blasorchester, auch nur mit so Rentnern zusammen und ich als Kiddie. Und dann habe ich dann irgendwie so auf Schützenfesten und so gespielt. Das habe ich echt gehasst dann auch. Die Corona-Zeit hatte aber auch was Gutes gehabt, Alex. Die Corona-Zeit? Du hast dich nach vielen Jahren dazu entschlossen, dann dich weiter mit deinem Album zu beschäftigen, oder? Mit meinem Album, fertig ist? Ja. Hast du das in Berlin aufgenommen? Ja, das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Und zwar, der Grundstein liegt ein paar Jahre zurück.
in Andalusien. Mhm. Vor ein paar Jahren mit ein paar Kumpels nach Andalusien gefahren, in so eine geile Berghütte. Da haben wir so ein Home-Studio mitgenommen und haben da angefangen, die Platte zu machen. Jetzt fahren wir geradeaus. Da haben wir Was heißt das Platte machen? Nimmt man dann erstmal Demos auf? Wir sind ohne alles dahin gefahren. Das war so, dass wir da auch wirklich dann angefangen haben, überhaupt Songs zu schreiben und Ideen zu sammeln. Und das war dann, wir waren glaube ich 3 Wochen da, hatten eine geile Zapfanlage auf dem Balkon. Also wir hatten so eine Hütte so in so einem Tal, ganzes Tal für uns alleine mit so einer geilen Terrasse. Und da hatten wir eine Zapfanlage und dann haben wir 3 Wochen schön Bier getrunken und so ein bisschen Songs gemacht. Wie viele Songs sind da drauf auf der Platte? 12. Und einen hast du jetzt schon rausgehauen? Einen habe ich rausgehauen. Ach so, da wollte ich dich fragen, musstet ihr das anmelden, sag mal, mit den Knarren da rumzulaufen und so? Oh, das war witzig. Weil, ich sag mal, wenn so einer das sieht und der weiß nicht Bescheid. Hast du daran gedacht? Ja, und ja. Ich hab gedacht, ey, da rennen die da durch die Stadt irgendwie und ja, lass das mal so eine Oma sehen, die denkt, hier ballert einer rum. Schau mal hier links. Ja, genau das Ding. Und wir haben das da bei mir vor der Haustür gedreht, wo du gerade warst. Ja. Und da ist Markt, ne? Da ist Samstags Markt, da ist der Trappel voll mit Leuten. Und dann hatte ich diese Knarren und die Maske da und so. Da haben wir auch gedacht, so, boah, scheiße, du kannst doch jetzt nicht in die Menge hier rennen. Und der Kameramann, der ist ja teilweise auch weiter weg. Die sehen den dann ja gar nicht. Ne? Du kannst ja jetzt nicht mit so einer Soft-Air-MG in die Menge rennen. Da kriegen die Leute ja einen Herzinfarkt hier. Ja. Die fallen ja um. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das? Und dann haben wir irgendwie so ein paar Kids gefragt, so, ob die Bock haben, das mit uns so als Assistenten und so. Und hinterher waren wir so eine Horde von 6-7 Leuten. Mhm. Und haben da so eine Art Spaß draus gemacht. Sind dann immer dahin und haben, hey, alle eingeweiht, die ganzen Stände, die Buden da. Und dann wussten die alle Bescheid. Das okay, hat also okay. Jetzt nur Spaß. Aber angemeldet habt ihr das nicht? Oder? Nein, haben wir nicht angemeldet. Nein. Und diese, nee, aber genau das haben wir uns nämlich auch gedacht. Dass das konntest du eigentlich fahr mal ruhig hier links. Hier war ich auch schon lange nicht mehr. Konntest du unter der Maske viel erkennen? Joa, da sind ja so Löcher drin. Und dann schwitzt man auch wie so eine Sau. Ja, die ist eklig. Die stinkt auch total nach Plastik. So nach Gummi, ne? Und das Gesicht fängt dann an zu jucken. Voll ekelhaft. Und dein Büro oben, das hast du dann so ein bisschen umfunktioniert, ja? Da habe ich ja ein Oval Office draus gebaut. Ja. Weil ich habe so einen Schreibtisch, der passte so ganz gut. Und den Teppich hast du bestellt, oder wie ist das? Ja. Echt? Ja. So was kann man bestellen? Den habe ich, der hat lange gedauert. Ich glaube, der kam aus Kanada. Ja, und den ganzen anderen Rotz da, den habe ich dann irgendwoher noch besorgt. Da haben wir uns so ein bisschen... War auf jeden Fall geil. Jetzt drehen wir, übermorgen drehen wir noch ein Video. Ja. Auch mit Soft-Airs? Nein, ein ganz anderes Video. Mit dem Patrick Joswig, so ein Schauspieler. Der hat, glaube ich, auch in Tatort und so überall mitgespielt. Der kommt vorbei und dann haben wir dann noch so eine Story jetzt ausgedacht. Freue mich auch drauf. Und wann kommt das Ding dann raus? Naja, ich habe noch ein paar andere Videos, die wir jetzt so in den letzten Wochen auch fertig gemacht haben. Die haue ich jetzt bloß spontan irgendwann mal raus. Ja. So. Und die Platte ist dann, gibt es im Januar? Gibt's die gibt es im Januar, ja. Du wolltest ja eigentlich dieses Jahr schon veröffentlichen, ne? Ja, das haben wir nicht hingekriegt. War dann doch alles zu kurzfristig. Aber ist auch scheißegal. Ich habe da gar keinen großen Masterplan. Die kommt jetzt im Januar und dann freue ich mich. Was ich noch... Oh, ich liebe die Platte. Ey. Ich liebe die total. Da steckt so viel jetzt... so viel drin so. Ich fand den ersten Song ja schon mega geil. Den wollte ich gar nicht als ersten raushauen. Den fand ich gar nicht so gut. Aber das Video passte jetzt und ich habe gedacht, das muss jetzt raus, weil in 2 Wochen sind Wahlen. Ja. Und dann ist irgendwie, irgendwann kann diese Trump-Fresse auch keiner mehr sehen. Und deswegen haben wir das jetzt genommen. So, Alex. Ja. Ich bedanke mich. Es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich. Schöne Rundfahrt. Und ich habe noch was Schönes für dich. Das kam ganz frisch mit der Post. Ach. Das sind nämlich die Neuen. Die haben schon rotes Innenfutter. Das ist aber nett. Eine Rot-Trip-Interview-Tasse. Dankeschön. Und cool, dann... sieht's aus. So, da sieht man... Ja. Dann hoffe ich mal, dass es bald weitergeht.
Ja, ich bin da ganz zuversichtlich, wird schon. Und viele, viele Verkäufe mit deiner Platte wünsche ich dir. Schauen wir mal. Komm gut nach Hause. Mach's gut, ne? Tschüss. Bis dann. Tschüss.